Richtig, es geht endlich mal ums The Contract Update. Franklin, habt ihr ja mittlerweile auch alles schon, denke ich, erfahren, hat eine super Sache, die er uns anbietet. Der 540 Gramm Sipodi, Digga. Was soll das denn jetzt? Wer bist du denn? Franklin Clinton, dog. Okay, alles gut, ich dachte schon. Hauptsache, jetzt kommt nicht noch irgendwie Lamar oder so rum und... Knock, knock, my politically incorrect racial epithets. What that shit do? Hi, keine Ahnung, was die kleine Storyline euch gerade sagen sollte, aber naja, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch allen frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr und ich hoffe, es wird ein geiles Jahr, Alter. Und heute kommt dann auch mal nach über 2 Wochen, fast schon 3 Wochen nach Release des Contract DLCs, endlich mein hoffentlich vollständiger Money Guide zur Agentur. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und im Optimalfall dem einen oder anderen, der noch null Plan hat, alle Infos gibt, wie ihr am besten mit der Agentur Kohle machen kann und ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Ich würde sagen, wir legen schnellstmöglich los. Ihr musstet schon viel zu lange warten. Wir gehen direkt rein. Den Grundstein des neuen Businesses legen die neuen Agenturen. Ihr bekommt, meine ich, eine SMS von Lamar, dass ihr euch so ein Teil holen sollt. Als klassischer Ingame-Hinweis fürs neue Update halt, man kennt's ja. Ihr könnt euch dann eine der 4 verfügbaren Agenturen über die Webseite von Dynasty 8 Executive käuflich erwerben. Also die Seite, auf der es zuvor bisher nur die CEO-Büros zu kaufen gab. CEO-Büros kennen wir ja alle logisch aus den CEO-Kisten. Fahrzeughandel und auch noch anderen Unternehmen. Die Agenturpreise ragen so von etwa 2 Millionen bis 2,8 Millionen in der Basisausstattung und können, wenn man die teuerste Agentur mit der teuersten Ausstattung nimmt, bis zu 5,5 Millionen teuer werden. Du Stretcher, welche Agentur soll ich mir denn dann von diesen 4 verfügbaren kaufen? Danke für die Frage, da wollte ich gerade drauf eingehen. Und zwar ist es tatsächlich in diesem Fall, denke ich, gar nicht so wichtig vom Standort her. Also die Gebäude können alle das gleiche, es kommt eher darauf an, wo man gegebenenfalls den Rest seiner anderen Unternehmen hat und wo man sich in der City einfach am liebsten aufhält. So mega weit auseinander sind die halt einfach nicht, diesen alle relativ zentral in Los Santos. Deswegen, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit den Bunkern, wo die da über die ganze Map verstreut sind, dann kann man da die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Standorte abwägen. Aber so halten sich die Unterschiede tatsächlich, finde ich, in Grenzen. Also schaut einfach, wie es bei euch passt. Ich denke nicht, dass das teuerste unbedingt sein muss. Gönnt es euch, wenn ihr wollt. Ich zum Beispiel habe die Agentur in Vespucci Beach genommen. Die fand ich einfach von der Lage her am chilligsten. Jetzt natürlich zur Ausstattung. Kunsttapete und Highlight sind nur optische Änderungen. Und wenn ihr jetzt wirklich keine Kohle habt, dann lasst das. Ich hätte gesagt, rein aus businesstechnischer Sicht braucht man maximal den Schlafbereich, einfach für die Spawnmöglichkeit im Gebäude. Aber der Rest muss eigentlich nicht sein, beziehungsweise kann man sich ja später immer noch holen. Ich habe mir auf jeden Fall die Werkstatt und auch die Waffenkammer noch gegönnt. Wenn ihr genug Geld habt, dann kann ich euch das auch nur empfehlen. Ihr könnt euch in der Waffenkammer Panzerung kaufen zum Beispiel, was sehr praktisch ist und ihr müsst einfach nicht mehr zur Ammunition. Ihr habt also eigentlich alles verfügbar in eurer Agentur, ist schon sehr praktisch. Also wer die Kohle hat, auf jeden Fall kaufen. Und bisher ist das auch das erste Gebäude von den ganzen Businessen, in dem ihr euch Panzerung kaufen könnt. Das ist auf jeden Fall was Besonderes und auf jeden Fall ein Kaufargument, würde ich sagen. Die Werkstatt ist auch sehr cool. Ich würde sagen, nicht ganz so wichtig wie Schlafplatz und Waffenkammer, aber durchaus zu empfehlen für die Leute, die die Kohle haben. Gerade einfach wegen der Möglichkeit, die Imani-Tech-Modifikation in einige eurer neuen Fahrzeuge einzubauen, die schon sehr praktisch sein können, gerade in öffentlichen Lobbys. Ich hatte darüber bereits schon in meinem Top 5 Highlights des neuen Updates-Video gesprochen. Falls es euch interessiert, guckt da auch noch gern vorbei. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, aber wie gesagt, wenn es rein ums Kohleverdienen geht, müssen einige dieser Ausstattungen von Anfang an nicht unbedingt sein. So, und dann das Ding einfach mal bezahlen und dorthin fahren. Erstmal natürlich werdet ihr von Franklin in eurer neuen Agentur begrüßt und es kommt eine coole Cutscene, in der euch alles so grob erklärt wird und halt die Storyline so ein bisschen erzählt wird. Allgemein kommen viele von diesen nicen Cutscenes. Sie sind auch, finde ich, immer so ein Hauptbestandteil von jedem neuen Update. Aber ich denke, mittlerweile haben wir die alle auch schon oft genug gesehen irgendwo. Deswegen würde ich sagen, gehen wir lieber gleich mal dazu über, wie das denn alles überhaupt funktioniert. Ihr habt da ja jetzt euren neuen Arbeitsplatz. Und über den PC könnt ihr auf 2 der insgesamt 4 Arten, wie man mit dem neuen Update Geld verdienen kann, zugreifen. Yep, es gibt einige Möglichkeiten und die gucken uns alle in diesem Video an. Also bleibt gespannt und guckt bitte bis zum Ende, weil die Watchtime brauche ich immer noch, Freunde. Kuss für euren Support. Als erstes müsst ihr ein paar dieser Security-Aufträge erledigen, da der VIP-Auftrag am Anfang nicht freigeschaltet ist. Hier kurz vorab, ihr könnt all diese Aufträge solo machen. Allgemein gilt das für alle Geldmachmethoden hier in der Agentur. Es ist ein voll solo spielbares Update, was ich wirklich geil finde. Ich habe gehört, dass von den Telefonzellenattentaten einige nicht solo machbar sein sollen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe bisher noch keinen erlebt. Das nur als Randinfo. Ansonsten ist das alles solo machbar, was sehr, sehr geil ist. Wir kommen aber später auch noch zu den Attentaten, also geduldig bleiben. Manchmal macht es natürlich eh Sinn, den ein oder anderen Homie dabei zu haben, weil es dann einfach einfacher ist. Aber lieber so, anstatt dass man gezwungen wird, mit mindestens 2 Leuten zu spielen, finde ich persönlich immer besser. Auch noch geil ist, dass Rockstar ziemlich schnell nach ein paar Tagen das geändert hat, dass man in der öffentlichen Lobby sein musste, um Aufträge zu machen und jetzt geht das ganze Business einfach auch in einer privaten Invite-Only-Lobby. Meiner Meinung nach macht das auch Sinn. Die Dinger sind ja eher wie Heists oder Kontaktmissionen aufgebaut und nicht wie so klassische Verkaufsmissionen, wo Rockstar eben möchte, dass die anderen die Möglichkeit haben, einem dann einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Hat da vielleicht Sinn gemacht, aber hier finde ich es einfach deutlich passender. Also, wichtig von Rockstar, dass sie das jetzt so gelöst haben. Soweit ich das richtig mitbekommen habe, muss man den
allerersten Security-Auftrag in der öffentlichen Lobby machen. Und dann funktioniert es aber, wie eben beschrieben, auch in den Invite-Only-Lobbys. Kein Plan, ob das stimmt, aber das könnte auf jeden Fall sein. Also falls ihr den ersten noch nicht gemacht habt, wundert euch da nicht. Und wie gesagt, da zur Not einfach den Solo-öffentlichen Lobby-Glitch machen, wenn es euch so abfuckt. Den habe ich ja bereits in meinem 10 Tipps für Anfänger-Video erklärt. Also, falls einer nicht weiß, wovon ich hier spreche, gerne abchecken. Danach ist ja alles eigentlich relativ entspannt in der privaten Lobby und ich finde, das bringt auch deutlich mehr Spielqualität in das Update rein. So, wir waren stehen geblieben bei den Security-Aufträgen. Sorry für das Rumgelalle hier. Wie gesagt, anscheinend müsst ihr den ersten Auftrag in der öffentlichen Lobby machen und außerdem müsst ihr auch den ersten Auftrag über euren PC in eurer Agentur starten. Danach könnt ihr dann auch einfach Franklin auf eurem Handy anrufen, egal wo ihr seid, um eine Mission zu starten. Was sehr, sehr cool ist, wenn man einfach mal zwischendurch kurz Zeit hat und nicht unbedingt in der Nähe ist und dann kann man einfach kurz eine Mission starten, ohne da groß Zeit zu opfern. Finde ich sehr geil. Ihr könnt da dann immer zwischen drei verschiedenen Aufträgen wählen. Die werden unterschiedlich bezahlt und haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Grundsätzlich wechseln diese Aufträge immer, also die werden euch random vorgeschlagen, beziehungsweise wenn ihr einen erledigt habt, dann wird der halt ersetzt und die Missionen variieren auch je nach Auftrag. Offiziell löst ihr eben Probleme für den einen oder anderen gut situierten Kunden, also im Endeffekt meistens Gangs ausschalten, Güter zerstören, Güter stehlen oder wohin bringen. Ebenso klassische GTA Online Missionen einfach. Es gibt immer ein paar Minuten Cooldown zwischen den Missionen, da auf jeden Fall drauf achten. Die Bezahlung für die Jobs liegt so ganz grob, würde ich sagen, zwischen irgendwas mit 30.000 bis zu maximal 70.000 in manchen Fällen. Je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad eben dran steht, werden die dann eben besser oder schlechter bezahlt. Und es gibt durchaus Missionen, die im höchsten Schwierigkeitsgrad sind, also Spezialist Plus, die aber easy machbar sind und auch schnell gehen, ohne wirklich Aufwand und dadurch wirklich gut bezahlt sind. Klar ist das jetzt nicht so mega krass, aber durchaus mal spaßig so zwischendurch und tatsächlich, wenn man das mal auf die Stunde hochrechnet, gar nicht verkehrt von der Bezahlung. Und das sind einfach so die Aufträge, die könnt ihr immer machen, da gibt es keine Grenze, das ist einfach so easy nebenher machbar. Die haben keine zusammenhängende Storyline oder so und werden immer ähnlich wie Kontaktmissionen zum Beispiel verfügbar sein. Außerdem bringt einem diese Aufträge zu erledigen nicht nur Geld, sondern es ist auch wichtig, um einmal den VIP-Auftrag freizuschalten. Dazu kommen wir gleich. Das kam bei mir schon nach dem ersten erledigten Security-Auftrag, ist aber, glaube ich, auch etwas unterschiedlich. Und außerdem schaltet ihr dadurch irgendwann, dass ihr die Security-Aufträge erfüllt, auch noch die Telefonzellenantate frei. Dazu später auch noch mehr. Und der letzte Punkt, weshalb ihr regelmäßig Security-Aufträge erledigen solltet, ist ihr Einfluss auf den passiven Part der Agentur. Und richtig, darauf gehe ich auch später nochmal genauer ein. So, kommen wir zu den VIP-Aufträgen, beziehungsweise dem VIP-Auftrag. Bisher gibt es ja nur einen, den mit Dr. Dre. Vielleicht kommt da ja noch was in Zukunft, wer weiß. Ich finde es auf jeden Fall plausibel, kann ich mir gut vorstellen und wäre auch ziemlich geil. Dieser VIP-Auftrag stellt eigentlich das Herzstück des neuen Updates dar, würde ich sagen. Apropos Herzstück, jetzt soll es kurz um eine Herzenssache meiner Wenigkeit gehen. Und zwar das Streamen, Freunde. Heute Abend, am Sonntag, bin ich wieder live auf Twitch. Plan ist klassisch, um 20 Uhr zu starten. Und dann mehr oder weniger gemütlich zusammen noch ein bisschen zocken. Kommt sehr gerne rum, ich freue mich auf euch. Alle Links zu Twitch und so weiter in der Beschreibung. Kuss und bis dann, gell? Macht's gut, Leute. Genau, wir waren stehen geblieben beim Herzstück des Updates. Perfekt, dass der Typ immer reingrätscht. Und zwar geht's eben um die Story von Dr. Dre und seinem gestohlenen Handy. Damals hat das ja auch schon angefangen, letztes Jahr, in der Storyline von Caio Perico heißt. Sehr wild, diese Verknüpfung. Und wir müssen das Ding mit Franklin zusammen wieder beschaffen. Dazu meldet sich Franklin eben bei euch, wie eben beschrieben, wenn ihr ein paar Security-Aufträge erledigt habt. Und dann trefft ihr euch bei dem F auf der Map am Golfplatz und dort startet die VIP-Story. Man hat dann letztlich drei Hauptvorbereitungen, die jeweils in drei Einzelmissionen unterteilt sind, also sprich 9 Missionen. Und dann kommen am Ende noch die finalen Missionen und wenn ihr die abschließt, dann bekommt ihr auch euer dickes Payout, was in diesem Fall genau 1 Million GTA-Dollar sein werden. Achtung, wenn ihr das Finale mit anderen Leuten zockt, wird da nichts aufgeteilt, nur der Anführer bekommt die 1 Million. Also macht es wirklich Sinn, das dann auch solo abzuschließen, damit jeder seine Mio bekommt oder ihr fragt halt jeden Kumpel kurz, ob er euch hilft und dann helft ihr euch gegenseitig, sodass es im Endeffekt auch aufs Gleiche rauskommt, aber nur das zur Info, dass ihr euch da nicht wundert. Wenn ihr diese VIP-Story einmal durch habt komplett, dann könnt ihr die, soweit ich weiß, so oft ihr wollt wiederholen, also es ist auf jeden Fall auch eine Geld-Grind-Methode. Und ab dem zweiten Mal geht das Ganze dann auch ein bisschen zügiger, denn wenn ihr die Story das erste Mal durchspielt, müsst ihr mal auf die Anrufe von Franklin und Imani warten und erstmal gucken, was die Storyline ist, dann wird da noch viel gelabert, Cutscenes und so weiter. Das geht dann, je öfter ihr das Ganze macht, einfach zügiger, weil im Endeffekt kommt es ja auch drauf an, was machen wir letztendlich an Kohle und wenn man sich dann mal den Aufwand vom ersten Durchgang anguckt, wo man gefühlt 3-4 Stunden gebraucht hat und das dann auf einen Stundenlohn hochrechnet oder runterrechnet wohl eher, dann ist das nicht so eine gute Bezahlung, aber wenn ihr später zum Beispiel nur 2 Stunden braucht, dann ist das schon echt super. Also wie gesagt, dann hat sich das nicht wirklich gerechnet, wenn ihr da ewig für braucht, geschweige denn irgendeine Konkurrenz dargestellt für den Caio Perico heißt. Aber ich denke, wie gesagt, wenn ihr das Ganze öfters macht, dann kommt man da schon so in irgendwas mit 2 Stunden durch und dann lässt sich die Bezahlung auf jeden Fall sehen, finde ich. Wie gesagt, der Caio Perico heißt, bleibt weiterhin ungeschlagen. Und auch an den Casino heißt, kommt es wahrscheinlich nicht ganz ran, würde ich sagen. Zumindest, wenn wir mal nur den VIP-Auftrag an sich betrachten und nicht noch die anderen Einkunftsmöglichkeiten der Agentur mit einbeziehen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich geiler als die Autowerkstatt Mini heißt, finde ich. Und auch sonst eigentlich besser als alle anderen Solo-Geldmach-Methoden. Da steht tatsächlich nur der Caio Perico heißt noch drüber, denn Casino heißt, ist ja keine Solo-Geld.
Geldmachmethode. Kommen wir jetzt zu der dritten Geldmachmethode und zwar den Telefonzellenattentaten. Die werden wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr so 3 bis 5 Security-Aufträge abschließt, freigeschaltet und dann erscheint auf eurer Map eine Markierung, wo ihr an eine Telefonzelle von Franklin angerufen werdet für einen klassischen Auftragsmord. Also richtig OG GTA-mäßig, was ich schon ziemlich feier. Auch gerade in Bezug auf die GTA 5 Storyline, wo Lester immer Franklin über die Telefonzelle die Aufträge gegeben hat. Jetzt gibt Franklin euch eben die Aufträge. Wichtig ist bei den Aufträgen darauf zu achten, das Ziel nicht einfach so zu eliminieren für die normale Bezahlung, sondern dabei auf die speziellen Bedingungen zu achten, die, wenn ihr die einhaltet, euch eine fette Bonuszahlung bescheren. Für das normale Ausschalten von so einem Ziel gibt es nämlich 15.000, ist ganz chillig, aber wenn ihr die Bedingungen für dieses Töten einhaltet, für den Bonus nochmal 70.000 obendrauf. Also insgesamt 85.000 für einen Auftragsmord. Schmeckt auf jeden Fall. Und dann muss man sagen, wenn man das so macht, sind die Attentate tatsächlich ein sehr lukratives Geschäft zum Zwischendurch mal erledigen. Ähnlich wie bei den Security-Aufträgen auch. Müsst ihr beim ersten Call sozusagen wirklich an die Telefonzelle gehen, wo euch Franklin anruft. Aber danach habt ihr die Möglichkeit auch einfach, wenn ihr mal Bock habt, Franklin anzurufen und einen Auftrag anzufordern, was sehr praktisch ist. Also ja, die Telefonzellen-Attentate sind auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir zum letzten Punkt, also zum vierten Weg, wie man in dem neuen Update Geld verdienen kann. Und das ist einfach durch passives Einkommen, das ihr ohne etwas zu tun regelmäßig bekommt. Dieses Geld wird euch in eure Agentur in den Tresor gelegt und liegt am Anfang bei 250 GTA-Dollar pro GTA-Tag, also 48 Minuten in Real Life. Der Tresor hat eine Kapazität von 250.000 GTA-Dollar. Das ist ja schon mal nice, aber ihr fragt euch vielleicht, was zum Deivel? 250 GTA-Dollar pro Tag, das bringt ja echt gar nichts. Aber der aufmerksame Zuschauer von euch erinnert sich vielleicht an vorhin. Da hatte ich ja erwähnt, dass mit diesem Einkommen die Security-Aufträge zusammenhängen. Und zwar ist es anscheinend so, wenn man Test to glauben mag, und das hat sich eigentlich jetzt auch schon oft bestätigt, weil wie gesagt, das Update ist schon ein paar Wochen draußen und eigentlich weiß jeder Bescheid außer ich. Nehmen wir, dass alle 5 Security-Aufträge, die man abschließt, sich dieses Einkommen um 500 Dollar pro Tag steigert, bis hin zu 20.000 GTA-Dollar pro Tag, also pro 48 Minuten passiv. Da ist dann die Grenze, also 20.000 alle 48 Minuten im Real Life, ohne irgendwas zu tun. Einen bitteren Beigeschmack hat das Ganze, denn ursprünglich meinte Test2, dass es bis zu 50.000 hochgeht, was unfassbar nice gewesen wäre. Das hätte dann sogar auch einfach den Nachtclub übertroffen an passivem Einkommen pro Tag, aber ich sag mal so, 20.000 Dollar am Tag fürs Nichtstun ist auch nicht verkehrt. Deswegen bin ich trotzdem recht zufrieden damit. Ich finde auch, dass das trotzdem das Update sehr aufwertet. Vor allem, wie gesagt, man lässt das auch einfach laufen und geht ab und zu mal in die Agentur zum Tresor. Und deswegen ist es trotzdem echt sehr geil, finde ich. Aber da stellt sich natürlich noch die Frage. Wo ist der Tresi? Klar, der ist direkt in eurem Büro neben eurem Schreibtisch. Ich denke, das hat eigentlich auch schon jeder gewusst. Aber der Einspieler musste einfach sein, Freunde. Klar, man darf nicht vergessen, man muss also erst 200 Security-Aufträge abschließen. Also es ist sozusagen nicht fürs Nichtstun. Aber je schneller ihr die abschließt, umso weniger müsst ihr sozusagen langfristig tun, um gut Cash zu machen, wirklich passiv. Ich denke trotzdem, dass es auf jeden Fall ganz okay ist, denn die kann man ja Stück für Stück machen. Da nimmt man sich einfach jeden Tag ein paar vor und dann hat man es auch schnell ausgerechnet, wie lange man braucht, bis zu diesen 20.000. Und während ihr die macht, verdient ihr ja auch Kohle durch die Security-Auftragsbezahlung. Also ist echt halb so wild und ich finde, die Dinger machen bisher eigentlich auch Bock. Die Aussichten auf jeden Fall mit den 20.000 GTA-Dollar sind ja auch eine Motivation und sehr attraktiv immer noch. Ursprünglich bei den 50.000, die in meinem Gespräch waren, wären es dann sogar 500 Security-Aufträge gewesen. Also hat man jetzt auch nicht mehr so mega viel zu tun, um dieses Maximum zu erreichen. Einerseits cool, andererseits natürlich auch schade. Vielleicht ändert Rockstar ja nochmal was da dran. Ich weiß es nicht. Mal sehen. So, das war's zu den 4 normalen Geldmachmethoden. Kommen wir noch zu den Extras. Und zwar ein kleines, aber sehr geiles Extra sind die neuen Lamar Koop-Missionen. Diese sind unter dem Namen Short Trips in GTA Online reingekommen. Ihr bekommt Zugriff darauf, wenn ihr einmal den VIP-Auftrag abgeschlossen habt als Anführer. Dann geht ihr zu den Record A Studios und dort könnt ihr diese Missionen starten. Gehen logischerweise nur zu zweit, da einer Lamar und einer Franklin spielt. Einfach in GTA Online Franklin oder Lamar spielen. Zu wild. Es gibt 3 Missionen. Ihr werdet beim ersten Mal 100.000 Bonus pro Mission bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wenn ihr die dann nochmal wiederholen wollt, sind es ab dem zweiten Mal immer 50.000 pro Mission. Also ohne die 100.000 Bonus obendrauf. Also echt cool, was Rockstar da reingefetzt hat. Die Bezahlung lässt sich auf jeden Fall sehen. Ist ein netter Bonus. Und wir haben somit eigentlich sogar eine 5. Geldmachmethode noch durch die Agentur bekommen. Ist auf jeden Fall krass. Finde ich auf jeden Fall gut. Aber ja, so direkt zu dem Business gehört es ja, finde ich, nicht. Deswegen habe ich es jetzt hier mal nur am Ende als kleines Extra erwähnt. Aber ich wollte das auch nicht ganz außen vor lassen. Kommen wir kurz zu meinem Fazit zu diesem neuen Update bzw. Unternehmen. Also ich muss wirklich sagen, auf den ersten Blick könnte man meinen, ist leider doch nicht so geil wie gedacht. Weil einfach alle, denke ich mal, drauf hoffen, dass irgendwann mal was kommt, was noch krasser ist, als der Caio Perico heißt. Und ja, klar, den schlägt das Business auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Aber wenn man es mal so betrachtet, man hat durch den VIP-Auftrag scheinbar die zweit- oder vielleicht drittbeste Solo-Geldmachmethode jetzt im Spiel. Okay, man hat mit den Security-Aufträgen und den Attentaten geile Möglichkeiten, zwischendurch mit kleinen Missionen echt verdammt gut Kohle zu verdienen. Die zum Beispiel meiner Meinung nach die klassischen VIP-Jobs wie Headhunter und Stadtrundfahrten echt wegstecken und eigentlich ablösen in ihrer Rolle, würde ich mal sagen. Und zu guter Letzt hat man dann noch obendrauf die Möglichkeit, bis zu 20.000 Dollar am Tag
passiv zu verdienen mit dem Ganzen, wenn man die 200 Aufträge abgeschlossen hat, klar. Aber dann finde ich, muss man das alles kombiniert schon mal anerkennen und zugeben, dass man durch die Agentur echt eine vielfältige und auch perfekt kombinierbare Businessmöglichkeit bekommen hat. Aktiv in großen Missionen wie dem VIP-Auftrag, in, ich sag mal, Heist-Manier oder auch in kleinen Missionen zwischendurch in Form von Security-Aufträgen und Attentaten Geld zu machen und nebenher wie einen zusätzlich abgeschwächten Nachtclub noch die passive Bezahlung kassieren kann, die sich im Laufe der Zeit dann auch steigert, je länger man spielt, eben bis zu diesen 20.000 Dollar. Mit dem Caio Pedico Heist macht man eben einen Heist und dann bam, 1,5 Mio etwa gemacht. Ist immer noch ungeschlagen, klar. Aber die verschiedenen Möglichkeiten und die Kombination daraus macht es, denke ich, bei der Agentur auf jeden Fall aus. Und deswegen denke ich auch, dass ich die Agentur als Business echt wirklich gar nicht verstecken muss. Ich war ursprünglich echt enttäuscht, aber als es dann noch mit den 20.000 passiv rauskam, hat sich da vieles geändert. Als ich erst dachte, es geht bis zu 50.000, war ich krass gehypt. Aber auch mit den 20.000 ist es, finde ich, sehr nice auf jeden Fall. Ich würde dennoch auf jeden Fall echt von einem sehr gelungenen und guten Business sprechen, was man auf jeden Fall empfehlen kann und was sich auch auf jeden Fall lohnt zu kaufen. So, Freunde, und das soll es dann auch von meiner Seite aus zur neuen Agentur und dem Contract Update gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Money Guide gefallen hat und im Optimalfall auch noch weitergeholfen hat. Falls das der Fall ist, gönnt doch auf Ehre noch einen Daumen nach oben. Lasst mich auch gerne wissen, wenn ich irgendwas vergessen habe, falsch erzählt habe oder allgemein ein Keck bin. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir gerne rein auf Twitch und Instagram, kommt in unseren geilen Community Discord, um freshe Mitspieler zu finden und joint auch in die GTA Online Stretcher Crew. Und außerdem checkt gerne noch natürlich meinen Zweitkanal ab, alle Links zu den eben genannten Sachen in der Videobeschreibung natürlich. Okay, let's go. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Ich wünsche euch eine geile Zeit in GTA Online. Macht's gut. Ciao, ciao.